noch eine Truhe machen können. Und da sind wir auch schon wieder im nächsten Part. So. Als erstes heißt es für uns heute, hier können wir was Neues machen. Pitchfork und Razor können wir jetzt machen. Oh, wir, uns ist ein Bart gewachsen. Ist das gut? Ich meine, wozu gibt es hier einen Rasierer? Ich glaube, das ist schlecht. Aber unser Gehirn ist wieder höher geworden. Warum ist unser Gehirn jetzt wieder größer geworden? Was haben wir denn gut gemacht? Haben wir irgendwas gut gemacht? Wir haben Sachen hergestellt. Vielleicht deshalb. Immer wenn wir neue Sachen herstellen, wird unser Gehirn besser. Das ist natürlich interessant. Egal, das Erste, was ich machen will, ist eine weitere Chest bauen. Die natürlich sofort nass ist, warum auch immer. Wahrscheinlich ist der Boden nass. Wie den ganzen Quatsch abzustellen, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. So. Es läuft jetzt Musik. Ich weiß nicht, ob das positiv ist. Ich habe gleich wieder aufgehört. Ich pflanze mal ein paar neue. Da noch einen. Da noch einen. Da noch einen. Ich meine, Holz kann man ja nie genug haben. Man braucht das ja auch immerhin immer wieder, um Feuer zu machen. So. Und den letzten. Alles klar. Nehme ich mal die Seeds hier mit. Und den Kram. Und dann graben wir mal die Baumstümpfe aus. So, da ist einer. Hä? Mit dem Rechtsklick, okay. Mit Rechtsklick graben wir die Dinger aus. Weil jeweils noch mal ein Holz von. Ich dachte, das wäre irgendwie spektakulärer. So, können wir damit auch irgendwas machen? Nö. Wir bleiben jetzt erstmal in der Nähe des Lagers. Ich weiß, eigentlich sollte ich mal versuchen, ein bisschen weiter zu erkunden, aber ich traue mich das momentan nicht, weil es momentan noch so gut läuft. Ich werde erstmal gucken, was wir hier noch alles bauen können. Ist ja alles noch so ein bisschen eine Herausforderung hier. Alles noch mal so ein bisschen. Was geht eigentlich alles? Magie geht sogar. Ich glaube, dafür halten wir uns später mit auf. Ein Speer, den haben wir ja sogar. Wir mussten ja bislang noch nicht kämpfen. Hambat Morningstar. Also ein Morgenstern. Science. Nach der Science Machine kommt ein. Oh. Eine Alchemie Engine. Da hat wohl jemand noch Böller übrig. Electrical Doodad. Divine Rod Thermal Measure. Rainometer, ich habe keine. Rainometer, ich glaube, das ist dieses Observe Precipitation Probabilities. Damit machen wir auf jeden Fall, können wir sehen, ob Regen kommt. Gunpowder, Lightning Rod, Cutstone Gold Nugget. Das können wir uns sogar schon machen, so ein Lightning Rod. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir brauchen eigentlich wieder ein bisschen Gehirn. Und warum nicht, ne? Lightning Rod, warte mal, Science. Wir können auch so ein Electrical Doodad, Science Away, bzzzt. Okay, ich wollte einfach nur mal gemacht haben. Wenn wir schon können, warum nicht? Tools. Was können wir denn für neue Tools? Ach ja, immer noch den Razor und den, die Pitchfork. Also die Hake. Wir brauchen einen neuen Cutstone, ne? Wo waren die denn? Waren die bei Refine waren die, ne? Machen wir einen neuen Cutstone. Und dann machen wir hier mal so einen Lightning Rod. Ach, das ist ein Blitzableiter. Das ist ein Blitzableiter. Ich glaube, das ist gar nicht mal so sinnlos, dass wir da einen Blitzableiter hinbauen. Ich glaube, das bringt tatsächlich was. Und wenn wir jetzt noch einen weiteren Cutstone machen, ich hatte da eben noch was entdeckt, was wir machen konnten. Einen weiteren Cutstone. Konnten wir hier nicht noch irgendwas?
War nicht irgendwas mit Rain, was ich hier... Rainometer. Okay, da brauchen wir Seile und Boards für. Können wir irgendwie Seile machen? Papyrus, Seile. Dafür brauchen wir Gras. Wir haben gar kein Gras mehr, oder? Ich glaube, die letzte Zeit sollten wir nochmal verschwenden, um hier uns kurz Gras zu holen. Da haben wir gleich welches. Wollen wir das auch ausgraben? Können wir. Hä, aber das bringt uns nicht normales Gras, sondern Gras-Tilt. Kann man aus Gras-Tilt dann wieder Gras machen? Kann ich dich auch ausgraben? Sapling. Ach, man kann die dann neu einpflanzen und die wachsen danach, oder wie? Können wir auch Beerenbüsche? Beerenbüsche können wir auch ausgraben. Ich glaube, die Schaufel ist ganz gut, um so die ganzen Sachen zu seinem Lager selbst hinzubringen. Dann können wir den ganzen Kram nicht mehr bei uns anpflanzen. Aber auch das würde ich sagen, machen wir lieber erst später. Ach komm, ess den Quatsch. Oh, oder ess den Quatsch lieber nicht. Scheiße. Mach doch! Oh Gott. Da hat man einmal vergessen, dass es Nacht wird. Kriegt gleich mal richtig auf die Nase. Ach du Scheiße. Boah. Alter Vater. Gut, dass wir die Fackel machen konnten. Das war jetzt heftig. Ich sollte die Beeren brennen. Was können wir hier machen? Ja, immer noch den Razor und so ein Kram. Gut, das war jetzt... Da hatte ich jetzt so nicht mit gerechnet, dass es plötzlich so schnell dunkel... Ja, gut, hätte man mit rechnen können. Ich war aber zu doof. Ich habe natürlich nicht auf die Zeit geachtet. Ich wollte unbedingt noch Gras sammeln. Für solche scheiß Seile. Und dafür haben wir jetzt hinterher so viel auf die Nase gekriegt, dass uns das gar nichts gebracht hat. Wir müssen so extrem viel herstellen. Alter, haben wir viel Leben verloren. Und es regnet. Alles scheiße. Es regnet. Wir haben voll viel Leben verloren. Wir müssen wieder voll viel essen. Wir haben in den letzten Tagen nichts zu essen gesammelt. Gesammelt haben wir nämlich nichts. Nichts zu essen gesammelt. Unser Gehirn ist fast tot. Was mache ich denn gegen das Gehirn? Da muss es doch irgendwas geben. Nehmen wir auf jeden Fall Food. Eine Basic Farm. Dafür brauchen wir... Ja, dann mach. Mach. Wir brauchen Kacke. Also mach Kacke. Du hast genug gegessen. Will er wohl nicht. Was können wir noch machen? Improved Farm. Da brauchen wir noch mehr Kacke für. Für den Kacke her. Ich glaube, wir sollten doch ein bisschen mehr auf Reisen gehen. Die ganze Zeit hier rumzudauern, da kann man zwar überleben, aber wohl nicht lang.